meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Wackfest hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich habe gerade gesehen, wir brauchen zum Beispiel hierfür 600 Punkte, damit wir das freischalten können. Wir kriegen aber auch hier 400 Punkte. Das heißt, wir haben hier 200, 200 und dann hier kriegen wir nochmal 400. Und dann, wenn hier die verschiedenen Sachen freischalten, mit 600 können wir verdient. Was das hier natürlich so... Ich kann kein Englisch. Ich bin scheiße in Englisch, deswegen gehen wir nochmal hier rein. Ich möchte nochmal dieses Rennen probieren, was wir letztes Mal ein bisschen, sage ich mal, vermasselt haben. Ganz einfach, so ist es. Ich bin scheiße gewesen, ich bin falsch gefahren und so ist es. Ich habe hier noch zwei Karten von World of Tanks und World of Warship. Die World of Warship, Tanks geht glaube ich weg und die Ship, die werde ich einlösen, obwohl es die Emden ist, aber man kriegt hier noch die MGT-Flag und einem Portslot und 7 Tage Premium. Die Emden besitze ich zwar, aber das ist mir egal. So, diesmal kriege ich das besser hin. Dreh die Scheiße. Am besten hier rüberfahren, dass man nicht so schnell da drüber kommt. Uiuiui. Ein bisschen gesehen, ist jetzt auch meine... ich habe einen Rivalen ab sofort. Wenn mir auch irgendwie angezeigt, das wäre nämlich sehr, sehr praktisch. Nein! Oh, scheiße! Leck mich am Arsch. Ich mag das Spiel auch, wenn es irgendwie nicht die beste Qualität bei mir hat. Nicht flüssig, so flüssig läuft. Aber damit tue ich mich mal ab. So. Alles klar, was ist mit meinem Auto passiert? Sonne. Auch einmal zurücksetzen, das war's. Die Frage, ja, 1000 Punkte sollte ich eigentlich noch machen. Die Frage ist, wo, hier wird das ja nicht angezeigt, wo, wie viel Schaden ich mache, oder? Oh. Herausforderung fehlgeschlagen. Okay. Ja, schön. Aber ich bin weiter hochgestiegen. Hey! Eine Freude für unser Leben. Ich war... Ich werde mal jetzt was anderes machen. Ich werde diese andere noch machen. Auch wenn ich nie weiß, welchen Zusammenhang und alles, was passiert. Und ich bin, hab gerade erst das Spiel das erste Mal gestartet. Ich sehe, man sieht und staune, ich habe hier keine Punkte und keine Sterne. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf das Rennen. Das ist mein Zusatzziel. Und eine Meisterschaft habe ich 200 Punkte erst. Aber man merkt, es wird doch schon ein bisschen schwieriger, mein Wagen, ja, schön, Lackiererei, ja, gut, viel Lackiererei Sachen habe ich jetzt nicht, nein, Upgrades, ja, da hatte ich doch was hier, den Lüfter, der war noch neu, oder, der kostet mich aber ein bisschen was. Ja, komm, bau mal ein. Solange ich ein bisschen schneller fahre, freue ich mich über jede Kleinigkeit. Komm, bau mal auch ein.
Ansaugzusatz. Alter, der macht da gleich weiter aber schon irgendwas mit. Warum habe ich das jetzt erst gemacht? Warum mache ich das jetzt erst? Kraftstoffanlage. Nicht genügend Credits. Ja gut, dann werden wir mal was verdienen. Ich habe 300 Credits. Naja. Naja. Guck mal, macht jetzt nichts aus. Und die Schuss einfach nur. Gut. Zurück. Und natürlich Markt. Kann ich jetzt schon neue Autos kaufen? Okay, ich kann jetzt schon neue Autos kaufen. 5-1, nee. Okay. Interessant. Bei Tag starten, los geht's. Party hard, party hard, party, party, party hard. Los geht's, Leute. So. Ah, ich bin gut gelaunt. Und eigentlich ein gutes Wetter bei mir. Ich gehe nicht raus. Eigentlich müsste meine Pflanze am Topf, sehe ich gerade. Ah, vielleicht ziehe ich ja bald um. In einer größeren Wohnung. Naja. Vielleicht passiert ja irgendwann mal was bei mir. Kirsch haben irgendwann mal stehen am Motorgetriebe. So einen Leistungsabfall. Das habe ich mir vorher schon gedacht. Ja. Wir haben gesehen, wie der Zusatz sind die drei Leute drehen. Die Frage ist, ob ich das hinbekomme. Aber bisher bin ich ja gut auf den Plätzen unterwegs. Ich bin bisher Zweiter. Alter, macht das wirklich so einen Unterschied oder ist meine Karre einfach auf der Strecke besser? Nehmen wir mal im Vergleich zumindest mit der Geschwindigkeit und alles so. Weg ist er. Geile Scheiße. Ja, besser ohne hätte ich jetzt nie gedacht, nicht wahr? Jetzt ist immer so eine Mischung mit Schaden machen und gewinnen, Alter. Die demoliert oder randern jetzt so, aber bisher finde ich das Spiel echt nice, mir gefällt's. Das hat man was, ne? Also zwar spielt man ja nicht jeden Tag. Da höre ich doch jemand, zum Glück habe ich Automatik schalten. Eine Sekunde hinter mir ist der andere. Bester und letzter ohne Mensch. Da kommt er. Jo, ist das fies. Also mag die Innenperspektive lieber. Deswegen war ich jetzt auch in der Ego. Ja, es wird ja noch ein richtig knappes Rennen irgendwie. Wenn da vorne das Ziel ist. Also sieht man den nicht. Und da haben wir beendet als Menzi. Ah. Was war denn die Herausforderung? Wo steht denn die Herausforderung? Ach, die 1000 Schaden. Wahrscheinlich wie vorhin. Also wir sind immer noch am Anfang des Spiels. Muss ich mal dazu sagen. Es ist nichts zu Schweres.
So, wir haben jetzt jedenfalls 100 Punkte erreicht. Leute, ob wir das nächste Mal gucken, das hinkriegen, sind wir mal gespannt. Denn das nächste Mal werden die nächsten Rennen so reingepappt wie jetzt. Ja, den Cut musste gerade sein. Deswegen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt noch, wenn ich einen Daumen unten, schreibt in die Kommentare, ob man davon sehen wird oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagte Menzi. Ciao, ciao.